Hallo, ich grüße euch, liebe Freunde. Platz von Grüße, Platz von, wo ich immer sage, welcome to my world, weil es nicht schon mehr wird, weil der Vater zuletzt ist, kann auch so der Befehler extrem. Welcome to the St. Man's Plattform, Geruchsfeuer. Karl Lagerfeld, Lagerfeld Classic, ist dieses Ode Toilette hier und hat die Hauptduftrekorde holzig, pudrig, ambriert, Vanille, Tabak, aromatisch, süß, erdig, aldehydisch, moosartig. Es gehört zur Duftfamilie Amra Holzig und ist für Männer geschaffen. Lagerfeld Classic ist seit 1978 erhältlich. Die Nase hinter diesem Parfum ist Ron Wienegrad. Kopfnoten sind Aldehyde, Estragon, Muskelsalbe, Bergamotte, Zitrone und grüne Noten. Die Herbstnoten sind Tabak, Sandelholz, Iriswurzel, Patchouli, Rose, Zeder und Jasmin. Und die Basisnoten sind Amber, Moschus, Vanille, Eichenmoos und Tonkabohne. Es duftet sehr fruchtig und sehr aromatisch. Es ist ein Klassiker. Brauche ich jetzt einen Verschluss? Ja. Obsession von Calvin Klein ist ein eigenes Parfum für sich. Wo die Hauptduftrekorde warm würzig sind, holzig, ambriert, aromatisch, Zimt, pudrig, frisch würzig, zitrisch, balsamisch, Vanille. Ein Duftfamilie der gehört zur Duftfamilie Ambra Holzig und ist für Männer geschaffen. Seit 1986 erhältlich. Die Nase hinter diesem Parfum ist Robert Slattery. Und die Kopfnoten sind Zimt, Lavendel, Koriander, Mandarinenorange, Limette, Bergamotte und Grapefruit. Die Mittelnoten sind Myrrhe, Muskat, Nelke, brasilianisches Rosenholz, Kiefernrinde, Salbe, Jasmin und rote Beeren. Und die Basisnoten sind Ambra, Vanille, Sandelholz, Moschus und Patchouli und Vetiver. Es riecht einzigartig gut, so wie jedes Parfum. Wie ich fast immer sage. Nur es ist. Ja, es ist auch langanhaltend, auch durch den Weihrauch, der auch drin enthalten ist. Obsession Calvin Klein for Men ist nicht für jedermanns Nase, glaube ich, aber ein sehr gutes Parfum. Ein sehr gutes Eau de Toilette, um genau zu sagen. Dann haben wir noch eins mit Eichenmoos, und zwar heißt es sogar Oud Oak. Oud Oak. Oud Oak. Von Just Check. Die Hauptduftrekorde sind frisch würzig, Oud, warm würzig, aromatisch, holzig, erdig, ambriert. Ein Parfum gehört zur Duftfamilie holzig, aromatisch und ist für Männer geschaffen. Die Kopfnoten sind Kardamom und Pfeffer. Die Herznoten sind Vanille, Ambra und Agerholz. Die Basisnoten sind Sandelholz, Vetiver und Tonkabohne. Und es riecht einzigartig gut, wenn ich euch den Duft noch vermitteln könnte. Es kommt eine Welle von Ambra und Tonkabohne und Eichenmoos daher und Oud. Vor allem das Oud kann man rausriechen. Das war es auch wieder bei der Plattform Geruchsfeuer, wo ich immer sage, welcome to my world, where it's actually my world of order to let's know, close or over fine or extreme. Here was the man in charge of city. The Sandman Orange 59. Ihr könnt hier Glaubensvideos schauen, wo ihr den Heiligen Geist befragen könnt. Ihr könnt die Musikvideos schauen, die ich komponiert habe.
Ich könnte die elektromagnetische Propulsion Videos schauen, wo es um Werbung geht für einen Antriebsmotor, der einiges in sich hat. Ich könnte die Fun Videos schauen und so einiges mehr. Danke fürs Abonnieren und liebe Grüße. Ciao, Baba. Ich liebe euch. Danke fürs Like. Ciao.